Linker Zügel wendet. Linker Zügel, linker Zügel, linker Zügel, links. Gut, gut, jetzt reiten nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt rechts um, wieder rechte Hand und kommst wieder rum. Achte darauf, Lara, dass du nicht am inneren Zügel wendest. Und nur mit dem äußeren Oberschenkel und Knie. Damit sie dich bloß nicht missversteht. So, hol dir ein bisschen Stellung. Rechter Schenkel, nicht so viel Hinterhand drücken. Rechter Schenkel, rechter Schenkel, rechter Schenkel. So, der Schluss war besser. Ne? Nach links ist es super. Vorhand und Hinterhand sind sehr schön parallel. Und nach rechts drückst du zu viel. Das geht aber schon beim Abwenden halt los, ne? Reite nach vorne mit dem linken Schenkel. Vorwärts, vorwärts. Nicht zu viel seitwärts. So, jetzt hast es. Das ist sehr gut. Kein Problem. Nicht so viel Hinterhand drücken. So, jetzt nochmal nach rechts. Wende mit dem linken Zügel. So, und jetzt drückst du nicht die Hinterhand voraus, Lara. Lass den rechten Schenkel dran, wie im Schulter herein. So, das ist gut. Ich gehe schon weg. Reit weiter. So, das ist besser. Ne, das war jetzt auch gut von dir gemacht, dass du denen noch nicht die Stellung geholt hast, weil wir erst das eine wieder korrigiert haben. Das ist super. Hol dir Stellung. Jetzt fängst du wieder an, die Hinterhand voraus zu drücken. Arbeite vorne. Die rechte Schulter wendet. Sehr gut gemacht, die zweite Hälfte. Lob sie. Wieder rum. Einmal leicht traben. Trab mal eben kurz leicht. Einmal Zirkel. Super gemacht. Genau. Und jetzt wendest du im Leichttraben ab. Gut, nicht die Hinterhand drücken. Rechter Schenkel fängt ab. Ja, guck mal, jetzt hast du schon Stellung. Schön gemacht. Super. Ne? Jetzt hast du nicht die Hinterhand vorausgedrückt, warst schön mit dem rechten Schenkel dran. Boah, sie ist ja ganz empfindlich, ne? Schieb erst nach vorne. Schieb, schieb, schieb mit dem Popo. Noch nicht seitwärts. Die ist uns da zu schlau. So, jetzt hast du wieder den Gang drin. Nicht die Hinterhand. Gut reagiert. Sehr schön. Und wenn du jetzt das nächste Mal sie wechseln lässt, ne? Lass sie nicht alleine. Bleib so sitzen und halt auch vorne den Kontakt. Sie muss bei dir bleiben. Reit einfach nur weiter. Reite weiter. Super. Nein, ich meine, der war super gesprungen und dann hat sie ausgekallt. Aber der Wechsel selber war, am Anfang war der toll. Oh, ja, 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 ja. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Arr. Bleib hinten sitzen. Wenn du weißt, es kommt, setz dich schon mal ordentlich nach hinten. Ne? Bleib, du weißt, dass es kommt. Versuch jetzt dagegen zu sitzen, dass sie dich nicht rausbekommt. Bleib dagegen sitzen. Bleib dagegen. Bleib dagegen. Das war, merkst du? Nämlich das ist das, was sie nämlich jetzt nicht wollte. Jetzt weißt du nämlich, wie der Wechsel geht. Aber sie hätte das gerne im Vorwärts und deshalb hat sie dich rausgeschmissen. Und jetzt hat sie dich nicht rausgekriegt und dann können wir jetzt den Wechsel auch wieder nicht. Schlauberger, Madame. Und bleib sitzen und reite, reite, reite. Super, super. Lob sie, lob sie. Einmal im leichten Sitz. Mit der Spannung rauslassen. Aber da hast du jetzt gerade beim letzten hast du schön geritten, ne? Du bist ganz in Ruhe sitzen geblieben, hast ihr nicht erlaubt, dich rauszuschmeißen und hast nach vorne weitergeschoben. Da konnte sie jetzt auch nicht mehr anders. Mein Gott, die hat eine Power gekriegt. Das ist unglaublich.
solltet euch eine Rennbahn anschaffen. Wir brauchen jetzt eine Rennbahn zu Hause, damit das Pferd mal ausgepowert ist. Okay, einmal Schritt, dann galoppierst du links an. Machen wir nochmal von links nach rechts. Wobei, wie gesagt, ich liebe ja solche Pferde. Also die geben einem auch nicht das Gefühl, dass es alles zu viel ist, sondern eher fragen eher noch ein bisschen mehr Arbeit. Okay, dann machst du jetzt von B nach E. Und denk dran, dass du dagegen sitzt, dass sie dich nicht rausschleudern kann und der Popo schiebt weit nach vorne, wenn sie dir zu dolle zurückkommt. Reite einfach zum E mit dem Popo. Reite, reite, reite. Gar nicht so schlecht, Madame. Hat sie echt gut gelernt. So, pass auf, das nächste Mal arbeitest du jetzt daran, dass der Kopf oben bleibt. Ja? Dass sie dir nicht vorne abtauchen kann. Nimm mal die Zügel noch kürzer. Und wenn sie dir jetzt mal über die Senkrechte kommt, ist nicht schlimm. Bleib sitzen und genick nach oben. Schieb, schieb, schieb. Reite nochmal zurück. Sei präpariert. Du sitzt dagegen. Ne? Sind jetzt mehrere Dinge, auf die du achten musst. Ich reite jetzt mal von R nach S. Mehrere Dinge, denk dran. Die schiebt dich nicht, schmeißt dich nicht raus und das Genick bleibt oben. Wird jetzt für sie anstrengend. Genick hoch, Genick hoch. Lupsi, super. Loben, loben, loben. Prima. Sehr gut gemacht, Lara. Ne, da hast du alles zusammen gehabt. Nämlich, wenn du das jetzt noch hinkriegst, dass das Genick oben bleibt, kann sie dir auch nicht mehr nachspringen. Pass auf, jetzt Test. Jetzt gehst du da oben auf die Mittellinie mit einem ganz geraden Pferd und versuchst sie im Galopp so ein bisschen seitwärts zu schieben Richtung M. Madame, der war schön, lob sie. Loben, immer wenn sie wechselt, wir loben. So, setz dich hin, Genick nach oben. Einfach jetzt nur so ein bisschen spielerisch rüberschieben, rüberschieben. Super, lob sie. Kein Problem. Weißt du, nicht strafen, auch wenn das jetzt alles noch unkoordiniert ist, sie will ja. Pass auf, dann machen wir das jetzt gleich von links. Schieb sie einfach von, oder reite auf die, ein bisschen hinter A, wendest du ab und schieb sie einfach so ein bisschen Richtung Traversale rüber. Sitzen, sitzen, sitzen und schieben. Super, guck mal. Und nach vorne reiten mit dem linken Schenkel. Nach vorne reiten, lass sie nicht so viel seitwärts. Und Trab. Ist das ein Powerpaket geworden, oder? Mein Gott, was war das ein Baby letztes Jahr, ne?